Das neue Shiny-Set wurde angekündigt. Unsere nächsten Pre-Release-Promos stehen bereits. Neue Paradox, alternative Artworks und wie wir das Pikachu für $30 bekommen, denn da soll ein dicker Restock kommen. All das jetzt in der heutigen News. Wir fangen direkt an mit der ersten News und das sind die neuen Shiny-Pokémon. Wir bekommen dann ein neues Shiny-Set, Special Pokémon TCG. Set releasing im Januar, likely featuring Shiny Pokémon. Und wie wir wissen, wird das neue Set Shiny Treasure in Japan dieses Jahr noch erscheinen. Und hier steht es auch nochmal, our set should feature cards from the Japanese upcoming Shiny Treasure Set, which is expected to release at the end of this year. Und es wird wahrscheinlich sehr ähnlich sein wie die vorherigen Shiny Sets, dass wir Reprints bekommen. Aber diese Reprint-Karten werden neu als Shiny aufgesetzt. Wir sehen das hier zum Beispiel einmal mit dem Glurak, was normal als Full Art Promo rauskam in der Sonne-Mond-Ära und das wurde dann halt 1:1 übernommen als Shiny-Pokémon, was halt hier sehr, sehr, sehr möglich ist oder sehr wahrscheinlich ist. Ich werde es euch mal hier einblenden, die Glurak-Karten aus Obsidian Flammen, vor allem die Terra-Kristall, ja, Altart-Karte von Glurak, 1:1 als Shiny. Es ist sehr wahrscheinlich, ich gehe sogar sehr stark davon aus. Und wir sehen auch hier, 2018 kam Ultra Shiny GX und im November Shiny Star V, also alle 2-3 Jahre ist dann so ein Shiny-Set drin, was auch kommen wird für uns global, sind natürlich Premium-Kollektionen. Wir haben viele Booster, wir haben Promokarten oder vielleicht auch nur eine Promokarte. Hier bei Zenit der Könige gab es ja auch die Shiny-Dogos als Promo. Da bin ich gespannt, was wir alles reinbekommen werden. Es ist nicht unrealistisch, dass wir vielleicht sogar Shiny Illustration Rare Karten bekommen könnten. Das wäre sehr, sehr, sehr stark. Das wäre auf alle Fälle was komplett Neues und nicht nur einfach hier die gleiche Karte nochmal neu aufgesetzt. Da lassen wir uns am besten überraschen. Dann stehen auch die neuen Promo-Karten, die Pre-Release-Karten für unser nächstes Set Paradox Rift. Und das sind diese vier Karten. GU haben wir hier. Und ich muss euch sagen, mein erster Eindruck, ich bin ein bisschen verwirrt, hier nur ein Paradox-Pokémon dabei haben. Es ist das Paradox-Set. In der letzten News-Folge ging es darum, dass ich mich wundere, dass da zu wenig Paradox-Pokémon vorkommen. Vor allem bei den größeren Karten. Bei dem Bulk ist das vollkommen okay. Da gibt es ein paar Paradox-Pokémon. Aber hier bei den Pre-Release-Promos finde ich das irgendwie komisch. Wir haben nur vier Stück. Also ja klar, vier haben wir immer, aber nur ein Paradox-Pokémon. Da hätte man einfach vier Paradox-Pokémon reinpacken können. Aber ist okay, nehmen wir auf alle Fälle mit. Ich mag die Paradox-Pokémon. Und da kommen wir gleich zu der nächsten News. Da haben wir denn die Paradox-Pokémon. New Pokémon EX and more Illustration Rares revealed from Ancient Raw and Future Flash. Und das sind die Paradox-Karten für unser Set Paradox Rift. Okay, jetzt habe ich genügend Paradox gesagt. Die Sets erscheinen in Japan am 28. Oktober, werden in unserem Set Paradox Rift im November rauskommen. Und jetzt kommt genau das, was ich beim letzten News-Video bemängelt habe. Jetzt haben wir endlich verdammt nochmal Paradox-Pokémon als seltene Karte, als Illustration-Rare-Karte. Genau das wollte ich doch sehen. Das hat mich gewundert, wenn wir ein Paradox-Set bekommen, warum bekommen wir diese Pokémon nicht. Und wir haben hier einmal Donnersichel. Der sieht sehr, sehr gut aus. Er sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Ich bin gespannt. Man erkennt hier schon ein bisschen die Texturen. Man sieht es hier am Holorand. Und was auch interessant ist, das habe ich komplett ausgeblendet, aber klar, das ergibt Sinn. Die Professoren, die waren ja im Spiel, Spoiler, nicht die nettesten. Die waren ja quasi der, nochmal Spoiler, Endboss. Und dieser Professor hier ist eine SR, bedeutet eine SAR, also eine seltene Art Rare Version von ihr und von GigaChat werden wir noch bekommen. Ich kann mir vorstellen, die Endboss-Szene, das würde da eigentlich sehr gut reinpassen, aber wir lassen uns überraschen. Aber das ist genau das, was ich gesucht habe bei dem letzten News-Video, weil ich glaube, dass nicht jeder ganz verstanden hatte, was ich meine. Und jetzt bekommen wir Art-Rare-Karten von den Paradox-Pokémon. Sowas wollte ich haben. By the way, das hier ist eine angebliche Top-Trainer-Box-Promo. Ich finde die Top-Trainer-Box-Promo-Karten jetzt nicht so stark. Da hätte ich irgendwie was anderes gesehen. Aber, also andere Pokémon, Donnersichel, Eisenbündel, die zwei, die Cover-Pokémon halt. Das hätte halt einfach besser gepasst. Aber das Artwork sieht sehr, sehr cool aus. Ich mag es, wenn mehrere Pokémon drauf sind. Habt ihr schon ein paar Mal gehört, wir haben hier vier Stück, hier unten rechts haben wir noch einen und das ist zum Beispiel die Chase-Karte von dem einen japanischen Set und das ist die Chase-Karte vom Ancient Raw bzw. Future Flash. Dann haben wir hier einmal Giga-Chat, auch eine SR-Karte, sehr, sehr cool und da auch die Endgegner-Szene. Trigefalo, das ist ein bisschen random, er fliegt einfach hier über die Stadt. Paradox-Pokémon außerhalb von der Zone,
sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Und dann haben wir einmal hier für uns die Elite-Trainerboxen. Das meine ich, das sind die Cover-Pokémon und dafür sind aber die ETB-Promos doch ganz andere Karten. Aber okay, ich finde es gut, wir haben endlich Paradox-Pokémon in diesem Set. Und jetzt haben wir eine größere Sache, weswegen ihr vielleicht auch geklickt habt. Das ist denn die Pikachu-Van Gogh-Promokarte. Die bekommt einen Restock und bei diesem Restock bekommt man diese Karte ab $30 gratis beigelegt. Wie genau funktioniert das? Wir fangen hier einmal an. The company has announced that one copy of the Pikachu card will be given to customers who purchase at least $30 auf Pokémon TCG Produkte im Pokémon Center while supplies last. Bedeutet, ihr müsst im Pokémon Center für $30 TCG Sachen kaufen. Karten, Top-Trainerboxen, Displays, egal. Hauptsache ihr kommt auf die $30 und dann wird die euch gratis beigelegt. Aber da müsst ihr aufpassen. Wir schauen uns gleich den Artikel nochmal an. Wir sind jetzt hier einmal auf der Seite. Hier ist ein großer Filter, der stört ein bisschen. Wir sind hier auf der Seite. Wir gehen einmal auf Trading Cards, also Pokémon Center. Dann könnt ihr euch was aussuchen. Wir nehmen zum Beispiel jetzt hier die ETB, Elite Trainer Box von Lost Origin, einmal in den Warenkorb. Und dann sehen wir hier, dass da noch nichts drin steht. Daher müsst ihr zuhören. Das dauert noch ein bisschen. Das kommt noch erst. Das ist noch nicht verfügbar. Jetzt im Moment noch nicht verfügbar. Die müsste dann hier dabei aufgezählt sein, die Pikachu-Karte. Denn hier steht es auch mit dabei. The promotion is promised at an unknown future date. Also es wird noch kommen. Das Datum steht noch nicht fest. Die müssen wahrscheinlich noch warten, bis noch mehr Karten aus der Factory gedruckt werden. Und das ist ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung. Ich habe euch auch schon im anderen Video auf dem Kanal hier erklärt, wie ihr aus United Kingdom, Pokémon Center UK, was bestellen könnt. In dem Video könnt ihr die Schritte übernehmen für das Pokémon Center in Amerika. Ob das auch im Pokémon Center UK funktionieren wird, steht noch offen. Ich finde das sehr, sehr gut. Jetzt kommt aber leider eine schlechte Nachricht. Hier, unfortunately, haben sie gesagt, dass da nicht mehr von dem Merchandise kommen wird. Das ist ein dickes L meiner Meinung nach. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwach. 4 Monate soll das gehen. Das war nach einem Tag ausverkauft. The only way to get some is now from the Van Gogh Museum. Bedeutet nur noch dort vor Ort. Und wenn da was kommen wird, müssen wir noch warten. Sie haben versprochen in den nächsten paar Monaten, was ich auch schade finde. Warum das Pokémon Center in Amerika? Warum nicht irgendwas hier in Europa? Ich meine, die Karte kommt zwar in Amsterdam raus. Wir haben die Möglichkeit, die vor Ort zu bekommen, aber nicht jeder hat die Chance oder die Möglichkeit, nach Amsterdam zu fahren. Keine Ahnung, wohnst du im tiefsten Italien, was willst du dann machen? Nach hinfliegen oder was? Das ist ein bisschen hardcore, finde ich. Die Karte ist für Europa eigentlich auf dem Markt. Und wir Europäer können nicht aus dem Pokémon Center bestellen. Das ist noch immer auch ein dickes L. 2 Ls, 1 W. Ihr könnt ja selber entscheiden, wie ihr das so findet. Ich finde es trotzdem cool, dass die hier dann gratis beigelegt wird. Wir müssen es halt wieder über 15 Umwege machen, aber trotzdem $30 oder $30 für die Karte ist, glaube ich, nice. Das waren alle News. Lasst mich gerne wissen, welche ihr am besten findet. Lasst ein Like und ein Abo mit der Glocke da, um das zu supporten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ein schönes Wochenende.